Hallo! Schau mal, wer der ist! Hallo! Was? Das ist nicht dein Ernst! Das ist jetzt nicht passiert! Oh doch! Sowas Hinterhältiges habe ich echt. Du kannst alleine spielen, ich spiele jetzt wieder Adopten. Hey Leute, was geht? René hier mit... Donny, was geht, Leute? Genau, und man sieht schon, wir sind mal wieder in Murder Mystery unterwegs. Murder Mystery. Jo, 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 jo. Und es steht noch gerade keine Karte zur Auswahl, aber das wird sich gleich hoffentlich ändern. Und dann hoffentlich, kann's auch schon denn losgehen. Ich habe Lust, vor dem Mörder wegzulaufen. Ja? Denn ich habe mich ja schon in den letzten Videos nicht so gut als Mörder und Sheriff entpuppt. Ja, und ich habe Lust, der Mörder zu sein. Also warten wir mal ab, was wir hier gleich sind. Okay, gut. Genau. Dann weiß ich schon, vor wem ich auf jeden Fall Distanz bewahren sollte. Egal, ob du Mörder oder Sheriff bist. Ja, ganz genau. Das solltest du tun. Okay, schauen wir mal, was wir... Ich bin der Sheriff. Wirklich? Wirklich. Ja, ja, und jetzt bist du Mörder wahrscheinlich, ne? Nein, 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 wirklich. Komm zu mir. Ich komme garantiert dich. Nein, 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 nein. Okay, also ich muss jetzt echt... Also nee, ohne Witz, ich bin der Sheriff. Das ist hier nicht so wie bei Among Us, wo man ja nicht sagen sollte, wer man ist. Aber ich bin der Sheriff und ich kann echt die Leute beschützen. Und ich probiere es diesmal wirklich. Ich gebe mein Bestes. Und wenn du irgendwo sagst, oh nein! Nein, ich bin gerade um die Ecke gelaufen, dann kam der Mörder. Das war's dann also mit dem Sheriff. Ja, okay, aber wo bist du? Und wie sieht der Mörder aus? Der Mörder, das war ein Mädchen da bist du ja mit schon. Okay. schwarzen okay. Haaren. Das war das Einzige, woran ich... Weil die kam so um die Ecke geschossen, wirklich, und hatte ein Messer in der Hand. Und ehe ich die Pistole ziehen konnte... Ey, was ist das? Okay, ich höre schon... Jawohl! Ach, schon. Yes! Der nice, Sheriff, der sehr hat gut. Natürlich, okay, wobei, ich war ja gar nicht der Sheriff, ich war ja eigentlich unschuldig, aber... Ja. Da habe ich mich natürlich trotzdem nicht zweimal bitten lassen. Ja. Ja, sehr gut. Der Held. Dann sehen wir es nochmal. Ah, da hatte ich doch recht. Mädchen mit schwarzen Haaren. Okay, gut. Ja, was genau. Aber der Tipp, der war schon mal ganz praktisch. Wobei, die lief auch die ganze Zeit offen mit dem Messer rum. Das war vielleicht auch nicht ganz so schlau, weil da war halt dann klar, dass sie die Mörderin ist. Ja, genau. Okay, und dann würde ich sagen, lief natürlich schon mal gut. Lief vor allem auch sehr schnell. Und direkt zur nächsten Runde. Dann geht's jetzt weiter. Und ich bin also der... Mörder, genau. Und ich bin unschuldig. Spaß, ich bin auch unschuldig. Oh. Also ich muss echt sagen, ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, immer in so einer kleinen Gruppe rumzulaufen. Und ich gehe doch lieber mal ein paar Schritte weiter weg vor dir. Also ich muss sagen... Ja, ich laufe dir mal hinterher. Nein! Doch. Ich weiß nicht, bist du echt... Du bist nicht der Mörder, oder? Oh. Ich glaube, das ist was passiert. Da sind hier gerade... Da ist der Mörder, da ist der Mörder. Nein, weg hier. Oh, die kann das Messer werfen. Die kann werfen. Pass ja, auf. Weg hier. Oh, die ist richtig gut. Nein, bin nein, ich bin im Garten. Ich bin im Garten. Oh Mann. Ich habe gedacht, ich kann im Garten aus dem Garten rauslaufen. So, ich bin hier sicher. Erstmal hoffe ich. Also ich muss sagen, du wurdest erwischt, oder? Ja. Also ich muss wirklich sagen, ich bin zwar richtig gut in Rage Runner geworden. Aber Murder Mystery, das muss ich echt noch. Nein! Nein! Das ist. Aber wie ich gerade höre, ist bei dir genau das gleiche. Hallo! Schau mal, wer der ist. Hallo. Also man muss sagen, Murder Mystery ist schon schwierig, oder? Also, ja. Wenn man auf einen Gegner trifft, der wirklich gut ist, dann hat man kaum eine Chance. Es sei denn, man ist natürlich besser. Das lag vor allem aber auch an der Karte, weil bei der Karte hattest du einfach keine Möglichkeit, mal zu flüchten. Ja, ich war im Garten und hab mir gedacht, ja, okay, gut, ich bin im Garten, vielleicht sieht sie mich nicht und kann vielleicht aus dem Garten ums Haus laufen. Auf einmal sehe ich, der Garten ist komplett zu, man kann nicht aus dem Garten raus, dann wurde ich erwischt. Wie war es bei dir? Ich habe mich versteckt in so einem Schacht, dachte, ich bin da sicher und dann hat sich herausgestellt, ich war doch nicht sicher, weil dann war auf einmal die Mörderin neben mir. Ah, okay. Also nächstes Mal wirklich, wenn ich noch einmal der Sheriff werde, ne? Dann will ich beschützt werden. Ja, dann, ganz ehrlich... Dann werde ich meine Waffe durchgehend in der Hand haben. Weil ich habe mir immer gedacht, so, okay, gut, wenn du auf einen Mörder triffst, der wirklich gut ist und das Messer werfen kann, dann ist man ja auch sofort Siegern gewonnen. Der Sheriff sehr hat gewonnen gut. Oder die Sheriffin. Sehr gut. Genau. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt mit der nächsten Runde. Okay, weiter geht's und ich bin unschuldig. Ich bin auch unschuldig, sage ich jetzt mal. Ja.
Oh, oh, die läuft. Das war die Mörderin von gerade. Die läuft da so komisch rum. Da gehe ich mal besser. Oh, oh. Warum sind hier wieder schon so viele Leute? Aber den vertraue ich jetzt erstmal. Oh, da bist du. Oh, oh. Genau, der Mörder! So ist es. Der Mörder ist hier! Der Mörder ist hier! Was? Wer? Nein. Du? Nein. Bist vielleicht? Du nicht? Nee, bist du nicht. Sonst hättest du mich schon längst erwischt, weil die Chance gab. Der hätte ich gar nicht widerstehen können. Es sei denn, du machst so ein paar Psychospielchen. Oh, 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 ich hab da was gehört. Wo? Wo bist du? Hier draußen, glaube ich, irgendwo. Ah! Nee, das ist der Sheriff? Ich glaube, die Blonde, die ist das, glaube ich. Ah! Sehr gut. Sieg! Oh, das ging ja schnell. Also, heute sind die Sheriffe auf jeden Fall gut dabei. Du hast auf jeden Fall noch eine bessere Chance, Sheriff wieder zu werden. Ja, schauen wir mal. Wie schnell sind denn heute die Runden bitte vorbei? Wir haben jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Runden gespielt, obwohl wir Minuten überhaupt dabei sind. Genau, lass mal hier dahin. Genau, da bin ich auch mal gespannt, wie die Karte ist. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht gespielt. Also warten wir mal ab, wie die Karte aussehen wird. Und das ist noch extrem schwierig, finde ich, wenn man die Karten noch nicht gespielt hat und dann weiß man nicht, wo man hinlaufen soll. Ja. Und da weiß man vor allem auch nicht, ist das jetzt ein gutes Versteck oder ist das ein total blödes Versteck? Okay, und ich bin der Mörder. Ja, genau, schon wieder. Oh Mann, ey, wirklich. Oh, hier sind jetzt aber auch wieder alle auf einen Fleck. Aber ich finde die Karte richtig cool. Die haben wir noch gar nicht gespielt. Vielleicht ist sie auch neu. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob es neue Karten gibt. Erstmal noch ein paar Münzen einsammeln. Ich verstecke mich mal hier oben. Ich schaue erstmal jetzt hier so ein bisschen aus sicherer Entfernung. Ich sammle erstmal noch die Münzen ein, weil bevor der Mörder kommt, kann ich schnell die Münzen einsammeln. Wieso kommt die jetzt so in meine Richtung? Das gefällt mir nicht. Wer? Oh, wie sieht die aus? So dunkle Haare und ein Buch auf dem Kopf. Ah, okay. Er kennt es nicht. Einfach so ein Buch auf dem Kopf. Okay, gut, ja, erkennt man sofort, aber bisher hat sich der Mörder noch nicht gezeigt. Aha, das ist der Sheriff? Warte mal, Moment. Auf wen schießt du jetzt? Sheriff, ich will zu... Oh, wo ist der Sheriff? Ich will zu ihm. Es sei denn, er schießt auf Leute. Ja, macht er tatsächlich. Echt? Wo? Was? Ja, was ja auch gut ist, wenn der Mörder hier unterwegs ist. Ich weiß aber nicht, wie er der jetzt erkannt hat, wer der Mörder ist. Ich bleib mal hier oben. Hat er vielleicht gesehen, dass da jemand das Messer gezückt hat? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Also... Ja, warten wir mal ab. Ich bin jetzt hier erstmal sicher. Was hat der Sheriff davor? Also wir hatten jetzt viele gute Sheriffs. Vor allem mich natürlich. Aber was der macht? Keine Ahnung. Vor allem das Problem ist ja, ich stehe jetzt hier oben, denke eigentlich, ich bin sicher, aber wenn jetzt gleich ein Messer ich habe, glaube ich, ein gutes Versteck gefunden. Du bist hier unten im Schacht irgendwo, ne? Ja, genau. Was ist denn hier? Was? Das ist nicht dein Ernst. Oh, das ist jetzt nicht passiert. Oh doch. Sowas Hinterhältiges habe ich echt. Du kannst alleine spielen. Ich spiele jetzt wieder Adopt Me. Ja, und ich habe den Sheriff erwischt. Yes! Ja, das war bei dem Sheriff, glaube ich, auch keine nicht schwierig, den... Nein! Ja, oh, sehr Alter, gut! Boah, richtig gut! Das ist ich habe die verdient. Versucht zu... Ich habe die versucht zu töten, aber hat nicht funktioniert. So, das sehe ich natürlich gerne. Donny, Kreuz. Aber das war aber echt witzig. Ich habe mir gedacht, also ich muss sagen, die Map ist für den Mörder extrem schwierig, weil alle auf dem Haufen sind, verstecken sich da oben. Das stimmt auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt mal das in der Mitte. Ich auch. Also das Haus, da kann man sich bestimmt auch gut verstecken. Da will man einmal jemandem vertrauen und dann wird einem direkt wieder das Herz gebrochen. Ja, oh, tut mir leid. Aber ich werde wahrscheinlich gleich, okay, tut's mir eigentlich nicht. Aber, ja, das weiß ich. Das ist schon klar. Oh Mann, das hat mich so gefreut, dass du wirklich in die Falle getappt bist. Also, oh Mann, das ist echt witzig. Aber diesmal bin ich unschuldig, wirklich. Ja. Ey, wirklich, ich werd von dir jetzt wirklich Abstand halten. Okay, also diese Runde kannst du auch gerne tun, denn ich kann mir, ich war ja letzte Runde schon der Mörder. Und das heißt... Ja, du kannst es ja nochmal sein. Aber die Chance ist geringer. Die Wahrscheinlichkeit ist jedes Mal genauso hoch. Ah, das ist wieder das Gleiche. Nee, aber hier steht jetzt bei mir, ich hätte die Chance, Mörder zu sein, um 3%. Und 3%? 3%, ja. Ja, 3% heißt, es ist immer noch möglich. Ja, natürlich, aber ich glaube, bei anderen... Wo steckst du denn so? Erzähl mal. Oh, ich hab ein bisschen. Ich bin gerade in so einem. Da, wo der Esstisch ist, am Garten. Garten? Ja, genau. Okay.
unten. Man muss hier echt aufpassen ein bisschen. Oh, du bist der Mörder! Komm mal her, komm mal her! Nein, wo kann ich hin? Ja, komm mal her! Nein, hier ist was anderes! Der Sheriff, wo ist der Sheriff? Nein! Oh, tut das gut. Oh, das ist einfach verdient. So, jetzt wollen wir natürlich auch die Runde... Boah, wirklich? Ich sag dir nie wieder, wo ich bin. Wirklich, das ist das letzte Mal. Nein! Das ist der Sheriff. Ja, komm, Sheriff. Das schaffst du. Wir glauben alle an dich. Wie viel Munition hat die eigentlich noch? Nein! Unendlich! Und? Oh, bitte. So, die ist jetzt erstmal abgehauen. Was? Wieso hat der Sheriff ab? Nein! Yes! Ey, die ist aber auch... Die ist richtig gut, ne? Die ist gut. Die hat ziemlich oft Murder Mystery schon mal gespielt. Ja, also man muss wirklich sagen, hier sind echt Spieler, die sind wirklich gut. Also okay, aber gut. Ich habe Donnie erwischt, also eigentlich mehr wollte ich nicht. Ärger, das war die Rache für gerade, ne? Ja, ganz richtig. Okay, ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde. Ja, würde ich auch sagen. Also es macht so Spaß, wirklich. Ich meine, wir waren jetzt beide einmal Mörder, du warst schon mal Sheriff und das ist ja erstmal die Hauptsache, dass man nicht die ganze Zeit unschuldig ist. Und nächste Runde und zum Abschluss sind wir also noch mit der Mörder. Nee, bei mir kommt jetzt aber gerade auch die Anzeige, dass ich zu 3% Wahrscheinlichkeit nur ich Mörder werden kann. Genau, ist und ja ich eigentlich jetzt auch zu 7%. Ja, und ich zu 7%. Ah, dann steigt das wahrscheinlich so langsam wieder. Oh mein Gott! Was ist das denn? Was? Wo ist es passiert? Ich kann es dir gar nicht sagen, weil der Mörder einfach, oder die Mörderin, eine Sekunde nachdem ich gestartet bin, mich erwischt hat und ich war vor allem der Sheriff. Aber ich konnte gar nicht so schnell meine Waffe zücken, die hatte ich gefühlt noch gar nicht. Okay, wie sieht der Mörder aus? Ich glaube blonde Haare. Okay. Ich kann es dir aber auch nicht genau sagen, das ging alles so schnell. Okay, ja. So ging es mir in der ersten Runde. Oh, da ist jemand mit blonden Haaren und einer weißen Mütze auf. Kann sein. Und einer Jeans. Das ist echt das Problem bei den Mördern, dass die Nein! Überhaupt nicht! Oh, das ist ein Mädchen mit Flammen! Das kann auch sein. Ah! Okay, schnell weg. Nein, hat sie... Boah, die hat das Messer geworfen! Und hat sie mich getroffen. Alter, wie gut ist die? Schau mal. Ey, wir haben hier so viele gute Leute gerade in der Lobby, ne? Das macht einfach keinen Spaß, wenn die anderen so gut sind. Die ist alle zu gut. Wirklich? Vor allem, ich habe es geschafft, die abzuhängen. Und dann drehe ich mich einmal kurz um zu gucken, wo sie ist. Auf einmal sehe ich nur, wie das Messer angeflogen kommt. Okay, war vielleicht kein ganz guter Abschluss für heute, aber trotzdem mega, mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall, ja. Und wir müssen das unbedingt nochmal spielen, würde ich sagen. Und Leute, wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Jetzt haben wir das sogar perfekt zeitgleich gesagt. Und dann würde ich sagen... Und dann sehen wir uns. Beim nächsten Mal. Ciao. Military Base, die kenne ich auf jeden Fall. Was die mal machen. Sterbe ich nicht so schnell. Ja, okay, dann nehme ich Bank. Boah, guck mal den.